Relax and Gaming, meine Freunde, und willkommen zu Okay. Part Ja, aber 3 nachdem wir von die Folge Fast Band gehabt haben, Friends dass Left to wir Rot. der Ja, Shitty im heute Exit sind wir in diesem Zimmer Should gefangen go und through the müssen exit uns and then hier find the rauskämpfen aus der langsamst öffnenden way Tür auf dem gesamten Planeten. Wir haben zwei Gegner, einen seht ihr da schon, den Hampelmann, nenne ich ihn. Und dann haben wir noch Springtrap für Arme. Und ich sage euch ganz ehrlich, ist keine leichte Runde. Also für Leute, die echt ungeduldig sind, Left to Rot ist nicht das Spiel, wirklich. Hier müsst ihr wirklich wenig Progress machen und vorsichtig spielen. Also wirklich. 3 Sekunden an dem Ding, 3 Sekunden, also an der Luke, die zu öffnen, 3 Sekunden an dem Hampelmann und dann direkt gucken, ob ihr den findet. Denn wenn ihr aus so einem Rhythmus rauskommt und das ungleichmäßig macht, werdet ihr die getötet. Bin ich schon zweimal gestorben? Das heißt, ich weiß, wovon ich spreche. Und in der letzten Folge wurde gefragt, was passiert, wenn man verkackt. Ich meine, das ist ein FNAF-Spiel. Was wird wohl passieren? Man wird gejumpscared, aber das will man bestimmt sehen. Deswegen habe ich das jetzt mal ans Ende des Videos gepackt. Die jeweiligen Jumpscares von dem Hampelmann und von der Prototypen. Ja, unser Objective ist halt, wie gesagt, diese Tür aufzubekommen. Machen wir, indem wir drauf gedrückt halten. Nicht leicht. Ich sag's euch, wie es ist. Wirklich langsam das Ganze angehen lassen. Und wie ihr wahrscheinlich merkt, ist das hier ein After-Commentary. What's up? Ja, machen wir selten, aber in letzter Zeit habe ich Probleme mit dem Mikrofon, dass mein Computer es einfach nicht frühzeitig erkennt oder irgendwas anderes für mein Mikrofon hält. Und dann, ja, dann wird halt nicht aufgenommen. Was halt doof ist. Deswegen hier ein kleines After-Commentary für euch. Und ich wollte erstmal sa Danke sagen, dass ihr euch so für dieses Fangame interessiert und auch unseren Playthrough. Ich meine, das erste Video 200, über 260 Views und echt viele Likes, nette Kommentare, nur Gutes auf dem Discord gehört, finde ich super. Wollte ich mich erstmal dafür bedanken. Und auch das zweite Video, da habt ihr richtig gut Support gezeigt. Von daher, Dankeschön. Und deswegen werden wir uns auf jeden Fall, sobald wir die ganzen Nächte abgeschlossen haben, mal einen Supercut setzen, wo ich wirklich alle Nächte an ein Stück ranschneide, damit ihr ein richtig nices Video habt. Was im Endeffekt dann Full Playthrough ist. Ja. Und mehr gibt es ja eigentlich gar nicht so zu sagen. Ja. Wir sind in diesem gruseligen Zimmer und die Atmosphäre ist sehr intensiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wirklich, das ich muss sagen, das Fangame hat mich echt gewonnen. Weil es ist nicht zu leicht, es ist auch nicht zu schwer. Das Fangame trifft so richtig gute goldene Mitte, wo ich sage, es macht noch Spaß, das zu spielen. Wisst ihr? So, FNAF. Ach, wie hieß es nochmal? Leute, hilft mir auf die Sprünge. Dass das echt, echt gut ist, aber was ich nur bis zur dritten Nacht gespielt habe. Hier. Ach, Mann, das kann er nicht. Das kann er nicht, meine Ernstzeit. Auf jeden Fall das mit, wo man so ein Typ ist, der bei der Familie von William F. Das schreibst du in die Kommentare, wenn ihr wisst, wovon ich rede. Das FNAF war extrem nice und aber es war halt mir zu schwer, so mir persönlich, es war einfach zu schwer, wie hätte ich das packen sollen? Das war so holy fuck. So war eindeutig zu schwer. Also, ich habe nur bis zur dritten Nacht spielen können und das, weil ich es einfach sonst nicht gepackt hätte. Ja, deswegen finde ich hier den Schwierigkeitsgrad von dem Game extrem angenehm und auch extrem fair. Und ihr seht schon, wir sind schon fast komplett oben. Das heißt, bald haben wir es geschafft, Leute. Was mich wiederum sehr happy macht. Denn der Raum, es ist echt gruselig. Es ist echt, echt gruselig, muss ich sagen. Allerdings, auf jeden Fall machbar, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall machbar. Ein faires Level. Muss es halt wirklich schon langsam angehen lassen. Was ich halt gut finde, aber es können halt wirklich viele Leute nicht. So Sachen langsam angehen lassen und mit Gefühl ist es nicht so leicht, wie man denkt. Und falls, also ich habe jetzt noch 4 ganze Nächte, die auf jeden Fall schwerer werden. Und falls euch quasi diese Art von Let's Play gefällt, dann lasst es mich auf jeden Fall mit dem Kommentar wissen und schreibt mir zum Beispiel ein Spiel auf, das ihr wollt, dass ich genau so mache. Wirklich eine Nacht, ein Video die Woche und dann bringe ich das so raus. Also natürlich in der Reihenfolge, wie die Leute das Video halt, ne, also den Kommentar liken. Der, was meist Likes kriegt, hat anscheinend das meiste Interesse, deswegen wird das dann zuerst gemacht. Auf jeden Fall lasst mich das mal wissen. Und danke, dass ihr so weit geguckt habt, denn die meisten Zuschauer gucken nicht über 5 Minuten laut Statistik.
Deswegen, wer jetzt noch dran ist, echter und relaxer Gaming OG. Und wir haben es auch gleich geschafft, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Let's fine go. So. Also, ich weiß zwar nicht, wie man da drunter durchpassen möchte, aber das ist nicht unser Problem. Das ist nur unsere Lösung. Zack, jetzt flashen wir nochmal und dann geht's ab durch die Mitte. Ist es die Mitte des Raums? Nein. Ah, da habe ich mich sehr erschreckt im Let's Play. Deswegen dachte ich, mache ich das mal nach. Und hier ist ein Tape, das wir anscheinend Nachrichtenschutz hat. What the fuck passiert hier? Egal, das ist was, worum ich mir nächste Woche Sorgen machen kann. In dem Sinne, relaxen Game, meine Freunde. Und wir sehen uns im nächsten Video, wo es in den Testraum 2 geht. Bye! Hier kommen noch die Jumpscares, also bleibt dran.